So, hallo, willkommen zu einem weiteren Videobeitrag von Noah Lahuta rund um Ehrenamt und was alles so dazugehört, beziehungsweise speziell in meinem Kanal ja das Thema Gruppen gründen und leiten ganz speziell. Und ich habe mich heute ein bisschen über das Thema Sport und Ehrenamt, beziehungsweise Sport und Gruppenbildung informiert, beziehungsweise mir Gedanken gemacht. Und wollte dazu ein kleines Video machen, in dem ich der Frage nachgehe, wie kannst du denn eine sportliche Gruppe gründen, beziehungsweise wie kann die aussehen, was nicht unbedingt in einem Verein organisiert sein muss. Ich bin so da drauf gekommen, weil mich jemand angeschrieben hatte und so gefragt hat, ja, wie sieht's denn aus mit so einer Volleyballgruppe und ob ich da was weiß und so weiter. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie so völlig losgelöst irgendwie sagen, ja, ja, ich habe jetzt hier so ein Verzeichnis von allen Volleyballgruppen in Deutschland oder in Österreich, wo auch immer. Also da musst du dann einfach spezifisch schauen. Aber generell ist es ja schon so, dass es immer wieder solche Sportgruppen gibt und das Interesse auf jeden Fall da ist. Also da kannst du dich drauf verlassen, dass du, wenn du dich sportlich betätigen möchtest, dass du da irgendwelche Leute finden wirst, die da mitmachen möchten. Die Frage ist dann eher, wie findest du diese Leute? Da bin ich ja in einem anderen Video schon drauf eingegangen. Was ich jetzt aber zum Ausdruck bringen möchte, ist die Frage, musst du denn dafür wirklich in einen Verein gehen? Und das wollen ja längst nicht alle Leute tun. Die wollen sich vielleicht nicht an sowas Größeres binden, wollen das ein bisschen selber gestalten, was auch immer, wollen es vielleicht ein bisschen lockerer handhaben, als es jetzt vielleicht in einem Verein der Fall wäre, wo vielleicht noch eine größere Verbindlichkeit und Anbindung da ist. Und gerade wenn es darum geht, dass man sagt, man möchte zum Beispiel Beruflichkeit mit diesem Sportvereinen, mit dieser Sportgruppe vereinen oder generell einfach nicht so viel Zeit hat oder nicht so viel Zeit erübrigen möchte, dann ist es durchaus lohnenswert zu schauen, dass man sich außerhalb eines Vereins organisiert. Und dazu passt eben auch diese Anfrage, die ich bekommen hatte. Die Person möchte eine Volleyballgruppe gründen. Und ich dachte mir, neben diesem klassischen, wir gründen jetzt eine Gruppe und machen dann den Sport, wollte ich so ein paar neue Impulse in den Raum werfen, die geeignet sind, das dann auch mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Weil ich den Eindruck habe, dieses Thema Sportgruppe gründen ist sehr mit Erwachsensein assoziiert. Und ich glaube, das muss so nicht sein. Genau, und Bewegung ist ja für alle Menschen gut und gerade auch Kinder und Jugendliche profitieren da in einem hohen Maß davon. Gerade weil wir ja durchaus auch immer wieder in den Medien, in der Wissenschaft, in Familien, wo auch immer, darüber diskutieren und sprechen, wie viel Bewegung braucht ein Kind, wie viel Bewegung bekommen Kinder heutzutage, wie stark sind sie denn jetzt gerade eingebunden und vielleicht von Bewegung und natürlichem Draußensein oder in Aktionen, in Bewegungsein abgeschnitten. Und deswegen finde ich das sehr lohnenswert, auch in die Richtung zu schauen, wie können denn solche Gruppen mit minimalstem Aufwand entstehen, sodass es für alle Altersgruppen interessant ist. Und eine Idee war beispielsweise zu sagen, man macht eine Sportgruppe und geht dann wirklich mit 4, 5, 6, 7 Kindern oder Jugendlichen oder gerne eben auch Erwachsenen, aber ich beziehe das jetzt mal bewusst auf diese jüngere Zielgruppe, geht mit diesen in den nächstgelegenen Park und macht dann zum Beispiel den Parcourslauf, der da schon vielleicht durch irgendwelche Geräte vorgegeben ist und leitet die vielleicht auch an. Also angenommen, du bist da schon ziemlich fit und hast da quasi das nötige Know-how, dass du irgendwie auch sagen kannst, ja, also in meiner Erfahrung geht das mit den Klimmzügen an dieser Stange hier so und so und dann kannst du das dann auch gut vormachen. Und dann wärst du quasi in dieser Position, den Jüngeren durch Animieren und Motivation das so näher zu bringen, dass die Sachen ganz einfach vor der Tür auch liegen. Also der Park
ist da, Sportgeräte sind da, also so Trimm-Dich-Pfad und sowas. Und auch sowas ganz Simples wie Joggen. Also einfach zusammen zu joggen, ja. Also wo sieht man denn das, dass mal wirklich eine Kinder- oder Jugendgruppe gemeinsam joggen geht irgendwo? Das siehst du höchstens, wenn irgendwo eine Schulklasse gerade Sportunterricht hat und dann durch den Park rennt. Und das ist auch nicht so oft der Fall, glaube ich. Oder du siehst es, wenn irgendwelche Eltern oder eher Elternteile mit einem einzigen Kind oder höchstens zwei Kindern dann da irgendwie unterwegs sind. Aber das ist dann meistens schon das Höchste der Gefühle. Ich fände es aber wichtig, dass es wirklich weitere Kreise zieht und wir sagen, hey, ich habe Lust auf Sport, ich habe Lust, auch die Jüngeren zu mobilisieren oder überhaupt Menschen zu mobilisieren, die sich mehr bewegen möchten. Und ich schnapp mir die, ich mache irgendwo einen Aushang oder was auch immer, ich spreche direkt Gruppen an, Leute, Familien, gehe in Jugendzentrum und so weiter und suche mir dann die passenden Leute zusammen, die einfach Lust drauf haben. Und das Schöne ist ja, dass es dann auch einen etwas unverbindlicheren Charakter als beispielsweise im Sportverein haben kann. Man kann ja sagen, hey, okay, wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch und Freitag und entweder bist du halt immer da, weil du total viel Lust hast, oder du guckst halt einfach. Entweder bist du nur an einem Tag da oder halt immer mal wieder. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dass einfach grundsätzlich dieses Lusthaben da ist. Also es nützt ja nichts, wenn Eltern irgendwie ihre Kinder vor die Tür prügeln. Also da müsste man eher gucken, was da allgemein irgendwie so das Problem sein könnte. Und, oder besser gesagt, was für diese Menschen, für die Kinder, Jugendlichen passend ist. Und, aber dass einfach dieses Angebot da ist, für alle, die dieses Bedürfnis auch haben. Ich habe das schon von einigen Jugendlichen so mitbekommen, dass die sagen, ja, sie möchten rausgehen, aber ihre ganzen Kumpels, Freundinnen, Freunde, die hängen alle irgendwie zu Hause vorm Computer rum oder sowas und das ist halt hochgradig frustrierend. Also es gibt ja welche, die sehr bewegungsfreudig sind und die kommen dann einfach nicht auf ihre Kosten. Und solche Leute dann einzufangen und dann in eine Gruppe zu bringen, wo andere da genauso viel Lust drauf haben, das ist was richtig, richtig Tolles. Genau, also nochmal zu diesen Impulsen oder Ideen wollte ich sagen, man kann sich ja auch kleine Spiele ausdenken. Also wer dann wirklich in diese pädagogische Richtung tendiert, aber das wirklich vor allem mit Sport halt haben möchte, kann auch sagen, wir machen total viele Renn- und Fangspiele, machen Wettbewerbe. Wir gehen dann raus auf die Wiese, wir sind hier in einem Dorf, haben eine riesige Wiese da und machen da einfach so ganz große, also entweder sowas wie Hindernislauf, das was aufgebaut wird. Es ist ja auch toll, sich da im Vorfeld was zu überlegen, wie kann man da einen schönen Parcours erstellen, wie kann man da sich auf verschiedene Weise fordern, also nicht nur mit Rennen, Hüpfen, Kriechen, sondern halt auch sowas wie Ausdauer und Geschicklichkeit, Balancieren zum Beispiel, einen Balancierpfad bauen und sowas. Genauso Barfußpfad, auch sehr schön. Und das einfach auch so zu zelebrieren und dann halt gemeinsam auszuprobieren, ist echt toll. Ja, und wenn man es halt ein bisschen einfacher haben möchte, dann kann man ja auch einfach sagen, okay, ich schnapp mir so eine Gruppe von Kindern, die irgendwie rausgehen möchten, die sind jetzt vielleicht noch nicht direkt für Sport zu begeistern oder haben noch nicht so den direkten Zugang dazu, aber ich gehe mit denen einfach mal spazieren. Ich gehe mit denen da rum und wir erkunden die Stadt, schnappen uns vielleicht auch eine Kamera, machen ein paar Fotos von interessanten Sachen, die uns da begegnen und eventuell steigern wir das dann sogar und laufen dann ein bisschen joggen, machen sowas wie ein kleines Versteckspiel irgendwo. Und wenn die einfach nur laufen und spazieren möchten, dann ist es auch nett und dann haben die sich bewegt. Und das finde ich auch einfach wichtig, dass Sport ja nicht sein muss, man muss sich irgendwie extrem auspowern, man muss nicht irgendwie in Strömen schwitzen, man kann auch einfach kontinuierlich und langsamer sich bewegen. Genau, und in dem Rahmen kann man sich, denke ich, auch was Schönes überlegen und das soll jetzt einfach so ein Impuls für dich gewesen sein, was da einfach alles machbar ist und mit wirklich wenig Mitteln, die du brauchst. Genau, und wenn du da weiter was wissen möchtest, dann schau dir einfach auch die anderen Videos an, die ich gemacht habe
Und stell mir gern auch Fragen. Ich nehme das dann gern auch auf und ja, kommt bestimmt vielleicht auch noch mal was zum Thema Bewegung und Sport. Das erstmal soweit von mir. Macht's gut. Ciao.